Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Link's Awakening. Und ja, ich habe natürlich, also gestern habe ich das letzte Mal aufgenommen, die ganzen anderen Parts. Und ich habe mir beim Schneiden so ein bisschen angeguckt, was man denn machen könnte. Und ich glaube, es geht tatsächlich hier weiter. Allerdings müssen wir zu der einen Stelle, denn da gab es nochmal dieses komische Viech. Wo kommen wir hier hin? Also diesen, was auch immer das ist, was eben Erde oder so zurückgibt, das eben die schwarzen Löcher stopft und den Boden wieder macht. Genau, diese Stelle meine ich. Wir müssen ja jetzt nur von der anderen Seite. Ich glaube nämlich, dass es möglich ist, hier alles voll zu stopfen. Also den gesamten Boden aufzufüllen. Weiß ich aber nicht, ob das tatsächlich möglich ist. Ups. Ich wollte eigentlich auf der Stelle hüpfen, aber okay. Man müsste natürlich nur noch wissen, wie man da hingelangt. Das weiß ich nämlich ganz ehrlich gesagt nicht mehr und habe ich jetzt auch nicht großartig nachgeguckt. So, jetzt haben wir das. Ah, wir müssen den Schalter da hinten drücken, ne? So war das. Okay. Ach, müssen wir eigentlich gar nicht besiegen, diese doofe Sonne. So. Ah, Mist, hier sind wir. Da glaube ich aber, dass wir da auch noch irgendwas machen müssen. Ich weiß nicht was. Aber irgendwas doch ganz bestimmt. So. Okay, jetzt sind wir wieder hier, ne? Ah, hier sind wir. Okay, dann gehen wir einfach mal in die Treppe rein, würde ich sagen. Also hier rein. Ah, hier kamen wir ja nicht weiter. Mist. Und darüber kommen wir auch nicht mehr. Das heißt, wir müssen hier unten lang. Ach, Mist. Verdammt nochmal. Wo geht's da hinten hin? Also ich glaube, dass man das zustopfen kann. Wenn nicht, dann bin ich ratlos. Dann weiß ich ehrlich gesagt nicht so richtig, was wir machen müssen. Das ist das Problem. Ich hoffe einfach, dass das stimmt. Hier können wir uns das Herz noch holen und dann hier rein. Verdammt. Gleiches Spiel. Hier kommen wir auch nicht vorbei. Und hier wären wir dann ja im Prinzip an der gleichen Stelle, oder? Also es würde uns nichts bringen, wenn wir hier runtergehen, aber ich glaube, wir haben auch gar keine andere Wahl. Leider. Und hier ist wieder dieser Raum, wo wir hinwollen. Mhm. Komisch. Und wir kommen ja auf jeden Fall nicht drüber. Oder? Kommen wir rüber? Wisst ihr was? Wir probieren das einfach mal aus. Geh weg. Der macht uns fertig. Danke, dass ich dich auch mal getroffen habe. Und zwar, ich weiß, ich bin ein Künstler, was sowas angeht, aber es kann natürlich sein, dass es nicht unmöglich ist. Ich meine, wir haben relativ viele Herzen. Wir können es ja zumindest mal ausprobieren. Ich würde dann aber vielleicht tauschen wollen. Oh, und das bei mir. Holy shit. Nee, es war nicht der erste, ne? Aber es war auf jeden Fall nicht unbedingt der 10. Versuch. Ah, schon scheiße. Aber hier ist das Gute. Wir können uns echt drauf konzentrieren. Vielleicht schubsen wir ihn tatsächlich erstmal in die Richtung. Verdammt! Mann! Aber das war der richtige Weg. Das heißt, es geht wirklich auf. Okay, dann glaube ich auch, dass es hier weitergeht. Entschuldigung, dass ich so ruhig dabei bin, aber ich muss mich konzentrieren. Das ist so ein bisschen wie Snake. Yes! Yes! Sehr geil. Puh, ein Glück bin ich da hintergekommen beim Schneiden.
Dann können wir jetzt nämlich zu dieser Tür, wo der Schlüssel uns weiterbringt. Und ich glaube, da finde ich tatsächlich hin. Ohne große Umwege. Ja, okay. Ab und zu lande ich mal in der La... Komm. Einmal hätte es jetzt auch gereicht, ja, Link? Du musst nicht immer 25 Mal da reinspringen. Übertreibe nicht immer so. Und schwupps. Okay, dann war das also auch schon der Hinweis. Ich dachte ich mir schon fast, dass wir da dann den Schlüssel bekommen. Ah, okay, hier wollen wir hin. Da kommen wir aber nicht hin. Da kommen wir nicht hin, tatsächlich. Das ist natürlich doof. Das ist natürlich sehr doof. Ah, da müssen wir den ganzen Weg nochmal gehen. Halle Scheiße, ey. Ah, okay. Und ich glaube und vermute ja, allerdings sind das eben auch nichts weiter als Vermutungen, dass wir hier dieses bessere Schwert bekommen, weil ich glaube, hiernach passiert nichts mehr. Und deswegen ist es meiner Meinung nach nach diesem Tempel auch so gut wie zu Ende, das Let's Play bzw. das Spiel. Das heißt, wir müssen das Schwert hier bekommen und ich glaube, damit können wir dann diese komischen Eisblöcke zerstören. Ja, wie machen wir das jetzt am besten? Vielleicht so. Dann können wir hier hingehen und den wegschubsen und dann können wir hier lang. Genau, war auch der richtige Weg. Wir ignorieren ihn hier einfach mal und gehen hier rein. Okay. Okay. Dann würde ich sagen... besiegen wir als erstes diesen Typen da, der da rumläuft. Und wir haben hier zwei Optionen. Entweder wir gehen durch die Drehtür. Oder aber... Ah, der kann Knochen oder so werfen. Okay, egal, erledigt. Dachte ich mir fast, dass wir dadurch nichts bekommen, aber wir konnten ihn ja mal besiegen. Dann gehen wir erst in die Treppe. Okay, das ist kein Problem mit dem Enterhaken. Oh, sogar unverletzt geblieben. Obwohl wir da durchgesprungen sind. Und ich wette, wir müssen oben lang. Ne, müssen wir gar nicht. So wie es aussieht. Ein Herz. Dankeschön. Die geben immer Herzen, scheinbar. Okay. Aha. Hops, hops, hops. Hops. So ziemlich aufgefüllt alles. Und hier kommen wir nicht lang. Und da kommen wir nicht hoch. Okay, dann bringt uns das nur ein bisschen, Dings. Wenn wir jetzt hier wieder hingehen, sind die wieder... Jo, tatsächlich alles voll. Okay, hier können wir also uns tatsächlich auftanken, schön. 30 Bomben können wir, glaube ich, nehmen. Dann holen wir die doch am besten mal, bevor wir die am Ende irgendwo brauchen und müssen wieder zurückgehen. Und dann finden wir das wieder nicht. Ihr kennt das ja. So. Jetzt sollte ja alles aufgefüllt sein. 30, 40, 30. Super. Sind wir erstmal wieder vollkommen ausgestattet. Ne, noch mehr Herzen brauchen wir eigentlich nicht. Hab mich gerade gefragt, wie wir jetzt hier rüberkommen sollen, bis ich den Drachenkopf auf der anderen Seite gesehen habe. Dann ist es natürlich auch keine Frage. So. Gut, dann bleibt uns jetzt erstmal nur noch die Drehtür. Als Variante. Die nehmen wir dann doch auch einfach mal. Okay. Sind das nicht diese Platten? Dieser Fels ist äußerst brüchig. Vielleicht kann man ihn irgendwie sprengen. Ja, ist mir klar, dass wir die hier sprengen müssen. Aber ich dachte, diese Platten hier... gehen vielleicht weg. Also ihr wisst schon, die dann so umherschweben und die man abwehren muss. Okay. Okay, und was hat das gebracht? Dass wir die sprengen konnten? Aha! Jetzt weiß ich, warum die hier drin sind. Das hier ist schon wieder ein Pfeil. Das heißt, wir können hier wahrscheinlich lang. Tatsächlich. Gehen wir erstmal hier lang. Okay. Hm.
Da unten braucht man einen Schlüssel. Okay. Wunderbar. Wunderbar. Hier kommen wir aber nicht weiter ohne Schlüssel. Ja, ich wusste noch, wo das Loch war. Okay, dann verschleiert das hier wahrscheinlich bloß den Pfeil. Den man ohne auch erahnen kann. Okay, warum sollten wir uns darauf einlassen? Es sei denn natürlich... Oh Gott. Nö, ich wüsste nicht, warum wir da jetzt hingehen sollen. Ah, die müssen wir mit Bomben füttern. Verdammt, dreh um. Lass mich hier raus. Dankeschön. Kommt her. Hey, nimm die. Warum fresst ihr die nicht? Hm? Komm her. Kleiner. Bitteschön. Bitteschön. Wie viel brauchst du? Wir kümmern uns vielleicht erstmal um dich speziell. Okay, wenn du schon kommst, können wir auch dich nehmen. Und... Na, hier. Oh, hat sogar geklappt. Nummer 1, schnappen wir uns die Fee. Also sterben tut man hier eigentlich nicht großartig, weil man ständig und überall irgendwelche Feen bekommt. So einen brauchst du noch, ne? Komm her. Hey, komm, die hättest du fressen können, ruhig. Mensch, du oller Wurm. Hier, Platz mal. Ah, da oben ist die Truhe erschienen. Okay, wie wir da hinkommen, weiß ich aber auch noch nicht. Da brauchen wir noch einen Schlüssel. Lass mich mal in Ruhe, lass mich mal in Ruhe. Ah, ich habe doch ein Schwert. Warum sagt mir das denn keiner? Ah, okay. Ich weiß zumindest, wie wir da hinkommen. Nein! Oh, das ist doch verarsche. Jetzt dürfen wir den ganzen Weg wieder umsonst gehen. Ah, Mann. Aber wir können uns hier erstmal wieder ein bisschen erholen. Verdammt. Gab es denn jetzt noch andere Möglichkeiten? Ich habe jetzt keine gesehen, bin ich der Meinung. Bin mir da aber absolut nicht sicher. Also klar ist, wir müssen erstmal hier durch. Komm schon. Tschüss. So, und hier brachte das uns hierhin. Wir brauchten aber einen Schlüssel. So, Rubine, Rubine, Rubine. Ah, hier ist noch einer. Wo sind die anderen hin? Ach, du bist in die Erde eingesickert. Von mir aus, wenn es sein muss. Okay. Ich kann mir nur vorstellen, dass jetzt hier noch ein Schlüssel landet, wenn wir euch besiegen. Allerdings könnte das ein bisschen schwieriger werden. Und deswegen würde ich fast sagen, machen wir das im nächsten Part. Oder? Du kommst her. Gut, einmal haben wir dich schon. Ja, im nächsten Part geht dieser brisante Kampf dann weiter. Bis dahin und tschüss.